Ja, hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. It's Siege Time. Jo Leute, es ist mal wieder Siege Time angesagt. Wir gehen jetzt direkt hier rein und schauen mal. Gilde 2 kämpft momentan gegen Annie Lila um Platz 149. Ja, da oben wurde Drunk angegriffen. Normalerweise müssten meine Karten gut genug sein jetzt hier für Drunk. Schauen wir mal, was passiert. I don't know. Devin Sawyer ist unser erster Gegner. Von Annie Lila. Ja, komm. Ist zwar drunk, aber scheiß drauf. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen, muss ich sagen. Das ist sogar alles andere als gut gelaufen. Das ist sogar richtig scheiße gelaufen. So, meine Gasattacke würde. So, wie viel kriege ich denn da? 18, 36. So, das würde reichen. 32, 64, 96. Nach drei Runden, wenn der nicht geheilt wird, wäre der down. Jetzt gehen wir hier noch rüber. Na, das reicht noch nicht ganz. Komm, aber jetzt müsste es funktionieren. Ah! So, ich muss den irgendwie jetzt noch die letzten 8 Leben da von dem down bekommen. Verdammte Axt nochmal. Scheiße. Das sieht echt nicht gut aus aktuell, diese Runde hier für mich. Den habe ich weg, aber das hat nicht gereicht. Scheißdreck. Verdammt nochmal. Oh, ich Seutberg, Mann, am Anfang. Scheiße. Gibt's nicht. Was ist das? Also. Trixie, schauen wir mal. Mit einem Bänder sollte das eigentlich von Anfang an gleich viel besser laufen. Ich könnte jetzt den Burger Boss Bob spielen, oder aber ich fange jetzt einfach mit Peter an. Mache hier betrunkenen Peter. Ja, nee, das will ich nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Der Schwarzbrenner Roger würde mir einfach da zu viel Schaden machen. Deswegen gehe ich lieber eins weiter rüber. Und greife jetzt von der Seite aus an, weil Schwarzbrenner Roger nix gut macht, mir meinen Hip-Hop-Bob kaputt und dann habe ich nichts mehr davon. Deswegen gehen wir jetzt, machen wir jetzt den Oktoberfest Fry hier noch und dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Jo Leute, wenigstens das zweite Match gewonnen. 8 Stück noch übrig. So. Gegen Avet Nudel. Avet Nudel? Avet Nudel. So, da haben wir einen Bänder und hier gehen wir gleich voll auf Angriff. Biegeschule Abschluss und jetzt wird nicht mehr viel passieren. Wir können jetzt hier noch die Pawtucket Patriot Ale spielen. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Der würde ja gleich alles kaputt machen. Der würde gleich alles kaputt machen und zehnfach runterkrüppeln. Der würde nicht alles kaputt machen und trotzdem zehnfach runterkrüppeln. Also nehmen wir den, der alles kaputt macht und runterkrüppelt. Dann die Lila. Und Opernsänger Lila. So, wurscht. Geschafft. Match Nummer 3 gewonnen. So, da haben wir fast 3 Inseln down von denen und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass wir das gewinnen. Hier die Lila. Dobbius kommt mit einer Lila 30 Leben. Ja, Möglichkeit Maracas Peter, Homeschool Peter, Peters Schwester. Oder aber Hipster Donald, Mr. Deliver und Ruby Zeldastin. Also wir fangen jetzt mal mit dem Roger an. Der Roger ist hier tatsächlich die bessere Wahl. Jetzt haben wir hier oben leider entführen und das würde meiner Ruby Zeldastin unfassbar wehtun.
Deshalb müssen wir uns anders entscheiden. So, um die Katz relativ schnell down zu bekommen. Gut, also wir haben jetzt folgendes Problem. Die hat 13-fach Blutsauger und crippelt 7-fach runter. Das heißt, wenn ich den Mr. Deliver spielen würde, würden die beiden sich permanent hier in irgendeiner Form. Ja, keiner würde wirklich down gehen. Deswegen spiele ich den Hipster Donald. Und der Hipster Donald hat Gas und Revanche. Und dann ist die Katz in einer Runde down. So, ich spiele jetzt als nächstes Oktoberbräu. Jetzt ist die Katz nämlich down. Und jetzt können wir hier noch mit dem Wikinger Peter ankommen. Dem Viking Peter. Und hier mit Bob Jean geht's jetzt richtig gut zur Sache. Gegen Dobbius. Das haben wir ziemlich safe gewonnen. So, wen haben wir als nächstes? Noch 27 auf dieser Insel. 27 Leben. Gegen, ja, das ist das gegen Joker 2.15. Kommt mit einem Steve Smith. Wird das Ganze jetzt verdammt schnell vorbeigehen. Wir haben hier den Leon Pedard. Und Cigarette Addicts ist einfach ein Monster. Und gegen Cigarette Addicts machst du eben gar nichts. Also das ist, wenn das Ding in Fahrt kommt, no chance. Cigarette Addicts macht eigentlich, also ich wüsste nicht, welche Karte gegen Cigarette Addicts eine Chance haben sollte aktuell. Das ist einfach nur übel. Devin Sawyer. Ja gut, irgendeine. Ja gut, was eventuell eine Chance haben würde, wäre tatsächlich eine Drunken Lila. Mit ihrer Mauer. Aber da müsste die gleich gespielt werden, bevor Cigarette Addicts überhaupt in Fahrt kommt. Hasenkostüm. Das Ganze ist jetzt überhaupt nicht schön. Muss ich ehrlich sagen, hier mit dem Bender könnte ich da ein bisschen Stress machen. Das hier hilft mir nicht weiter. Das hilft mir alles nicht weiter. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen, dass mir hier nicht meine Karten wegfliegen. Und das ist überhaupt nicht lustig gerade, was hier passiert. Es ist überhaupt nicht lustig. Oktoberbräu. Ist wieder dieser Devin Sawyer. So, jetzt lass mal schmecken hier. Was können wir denn aktuell machen? Herumtorkeln. Oh, 17-fach. Was würde mir denn das jetzt bringen hier? 17-fach, aber da hinten der Bender mit Biegeschule wäre natürlich auch geil, ne? Da käme ich eigentlich kaum durch. Komm mal lieber hier. Ah, ist die Scheiße ist natürlich. Alter, jetzt wird's echt, es wird echt haarig, dieses Match. Es wird unfassbar unangenehm werden. Und ich bin froh, wenn ich jetzt hier irgendetwas gerockt bekomme noch. Es. Ja, jetzt müsste ich eigentlich ziemlich gut durch sein. Da hinten hier noch den. Nein, 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 nein. Wir machen hier den Bobby hin. Ja, jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Hier nochmal blocken. Jetzt bin ich durch. Das Ding habe ich jetzt doch noch geschafft. Ne, 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 ne. Es ist eigentlich wurscht. Komm. Es ist egal. Hier passiert eh nichts mehr. Devin Sawyer besiegt. So. Noch vier Matches offen. A wet Noodle. Eine nasse oder feuchte Nudel. So. Hier haben wir auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten One-Man-Musical, wir hätten den Diorama-Gene. Diorama-Gene. Und egal, was ich davon spiele, es ist auf jeden Fall alles geil. Das ist jetzt allerdings weniger geil. Aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Zum Glück. Wie viel hat meine Lila noch?
26, der fliegt da oben weg, da gibt es keinen Punch mehr. Karaoke Khan. Ich spiele jetzt als allererstes mal hier den Mr. Front nach da hinten. So. Jetzt muss ich mir echt überlegen, was mache ich als nächstes. Ja gut, mit dem bin ich definitiv da oben beim Bender dann durch. Der Bender ist jetzt weg, der kriegt den Bombenangriff von der Seite von Mr. Deliver. Jetzt machen wir hier noch Space, Honey, und es war's gegen Wet Noodle von Annie Lila. Jo Leute, jo Leute, jo Leute, jo, 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 noch drei Matches sind übrig. Drei Matches sind übrig. So. Oktoberbräu ist eine gute Wahl, aber da Philip J. Fry, Bobby, Bandit Bob, alles jetzt, ich fange jetzt einfach mal mit dem Bob an und dann, ja, hier käme ich durch die Mauer durch, wir hätten 37 Angriff auf den Disco-Bänder, der würde auch direkt durchschauen wegen seinem 22-fach Stoß durch die Mauer. 37, es blieben übrig beim Disco-Bender 22 und das reicht dann im nächsten Zug. Jetzt muss ich mal hier die Tür zumachen, weil der Herr sofort macht die Tür auf und lässt sie offen. So, also 26 sind übrig geblieben. Ja, okay, alles klar. Jetzt haben wir noch den Oktoberbräu. Und Oktoberfest Lila. I love Beer. I love Beer. So, ich liebe Bier. Ja, und daraus könnten wir die Cuts machen. Will ich aber gar nicht. Ich will lieber die Skimaske noch nach neben setzen. Nebenan. Einfach um noch mehr Punch gegen S. Bubert auf Slot 1 zu machen. Also wenn ihr mal durch seid, ne, am besten immer Punch-Karten nach rechts setzen, die dann ja den ersten Slot angreifen. Das heißt also, wenn du 10-fach Punch, dann nochmal 5, dann nochmal 10 und so weiter, dann machst du schon 25 Angriff auf Slot 1. Und dann kann er eigentlich gar nicht mehr ins Match reinfinden. Deswegen ist das immer eine ganz gute Wahl, von hinten nochmal Punch zu setzen. So, jetzt haben wir den Bobby. Lass mal überlegen, was wir hier aus dem Bobby machen. Wir können den Whirlpool Bobby, Doghouse Bobby machen. Wir könnten aber auch einfach mal jetzt hier. Also ganz ehrlich, eigentlich sind hier momentan die Mr. Business Combos die besseren, ne? Und wenn ich jetzt Princess Little Pitties spiele, die heilt sich dann auch selbst immer wieder hoch. Das wäre zum einen ein guter Einstieg in dieses Match. Oh, Slewback und dann als ne. Jetzt müssen wir echt überlegen, was wir tun. Ich cripple jetzt erstmal hier alles runter. So. Danach gehe ich mit der Pawtucket Patriot Ale ran und jetzt wird es nicht ganz lustig, aber wir sind noch nach wie vor im Match. Also hier Benders Waffen. Hier, wenn ich hier vorne die Stuffing Academy spiele, ist das Ding sowieso gelaufen. Ja, hier noch den Cat. Okay. Da ich jetzt nicht weiß, was da käme, spiele ich das lieber so rum. Und jetzt bin ich durch. Jetzt haben wir es geschafft. Gegen Miso Fly. So, das waren 10 Golden Turds. Nee, nochmal ein Kampf hier. Den Joker habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, ne? Schon wieder Devin Sawyer. Okay, also das dritte Mal Devin Sawyer. Einmal habe ich gegen ihn verloren. Jetzt müssen wir uns wirklich was überlegen hier. Guinea Pig ist nie so toll. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Bob an und dann schauen wir mal, was passiert. Hier gleich mit dem Professor Baxter aggressiv rangehen an die Sache.
Die Präsentation würde neunfach. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Hasenkostüm nach rechts, um gleich die Bürgerkriege zu blocken. Jetzt können wir hier mit der Präsentation alles runterkrippeln. Es wird echt haarig, es wird verdammt eng, dieses Match. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich verliere noch ein zweites Match gegen diesen. Verdammt ich nochmal. Scheiße. Also, der hat mich jetzt zwei Matches gekostet, dieser Devin Sawyer. Das eine Match war auch verdammt eng gewesen. Lass mal schauen, wo ist er denn überhaupt? Hat er überhaupt gespielt? Devin Sawyer hat nicht da unten. Was? Verarschen, hat er einfach nur durchgeskippt oder was? 37 Punkte hat er nur geholt. Okay. Dann spielt die Automatik besser als er selbst, oder was? Also, oder er hat echt einfach nur durchgeskippt. Ja, bei denen waren jetzt aktiv gewesen, wie viele? 32. 9 Minuten sind es bei uns noch. Und bei uns waren jetzt aktiv. Wir gucken mal. Ne, wir gehen einfach von oben durch. So. Sweezy mit 100, Mark Foul mit 100, Illilililil mit 100, Tim May mit 100, Tristan Akaveni mit 100, Joseph 100, Georgios 100, Tim Friedi 91, Andrelo 91, Stewie 91, X-Strike 91, Knuckster 91, Simal 91 und Outlaw Deke 91. Dann haben wir C.T. Heisen, Suarez. Herr gleich 2, ich, also meine Wenigkeit, Lord Universe, Slim Chi, Ruffy, Traffy, Wovan und Scotty Pippen jeweils mit 82. Mark Oliver 500, Schmobi, James, Gabriel D, Oli Z, Badass Charlene mit 73. Fanzinho, Brazil, Dreifuchs, Dale 64. Player, wir haben jetzt zwei Player hier. Das ist nicht schön, da müssen wir uns was überlegen. Okay. The Hulk, also sie sollten sich mal einen Namen geben. The Hulk und Quarkmüller 46. BBBBBBB 41, Leviathan 37, Marunga 35, Albertus 34. Oh, das sind aber echt viele. Diesmal Plus Sloss 28, Max Max 28, Elizabeth 28, Momazos 19, Wit 19 und Bobob 19. Damit haben wir 43, 45 Aktive gehabt in diesem Match. Ist eigentlich ein super Ergebnis. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.